Hallöchen Leute, ich hoffe, das geht so mit dem Bild. Ich habe hier, wie man sieht, das Netzteil vom C128 auf dem Tisch. Never Ending Story wahrscheinlich. Der ist ja kaputt, ich habe mir das auch schon mal angeguckt. Und jetzt muss ich das einmal umdrehen, das ist einfacher. Ich habe die Schrauben wieder drinne. Und jetzt werde ich mal den Punkt suchen. Wo ist er denn? So, ich hoffe, das ist für euch scharf genug. Also auf dem PC sieht es scharf aus. Beziehungsweise auf dem Monitor, ja. Ob das jetzt mit dem Licht so wunderbar ist, weiß ich nicht. Aber das ist der wackelt. Da sind die Lötstellen gebrochen. Die daneben, die sehen auch nicht mehr so top aus. Das ist da auch nur so reingekrimmt. Hier ist ein bisschen was dunkel. Ich werde jetzt vorsichtshalber hier mal alle Lötstellen drauf nachlöten. Alles nachlöten, was hier drauf ist. Weil, wer weiß, was da noch ist, was ich noch nicht gesehen habe. Das war jetzt halt offensichtlich, dass der hier unten wackelt. Dass der hier Lötstellen kaputt hat. So, dann werden wir das mal einmal nachlöten. Brauche ich einmal kurz den Lötkolben. So. Damit das einmal ein bisschen anständig ist. Und da werden wir mal die Spannung messen, ob die passen. Hören wir mal. Alles nachlöten, mit frischem Zinn natürlich. So, das sollte jetzt alles nachgelötet sein. Das mit dem Kühlkörper hier, der ist noch relativ lose. Aber sollte so gehen. Hier neue Wärmeleitpaste zwischen zu machen. Ein bisschen schlecht, das ist hier Propnieten drauf. Da habe ich jetzt keine Propnietenzange hier. Ich habe zwar eine. Ich weiß, dass ich eine habe. Ich weiß noch nicht wo. Das hier ist ein 7812 CV. Und das andere ist ein... ja, was ist das? D45H2 J7. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier ist noch ein IC drauf. Hier vorne ist noch ein Transistor irgendwie. TLS 106-4. So, die Elgos. Was ist das hier? 6 Volt? Nee. 4025 Volt, 4710 Volt. Das ist hier auch, glaube ich, ein Mod. Kann man das erkennen? Hier? Das ist irgendwie doch noch ein Mod. Moment. Jetzt gar nicht angelötet.
Da habe ich mich schon gefragt, wieso. So, das passt. So, ich werde mal die Elkos. Kann ich das jetzt irgendwie erkennen? Nee, ne? Doch. Plus, minus. Plus, minus. Also plus, minus. Werde ich mal ein bisschen Spannung verabreichen. So. Was sind hier 25 Volt? Ja, mal einmal anfangen mit 5 Volt. Oder 4 Volt. Und jetzt gehe ich mal mit der Spannung langsam hoch. 5. 6, 7, da ist irgendwo ein Kurzschluss. Bei 7 Volt habe ich schon 2,5 Ampere drauf. Ich habe hier einen Kurzschluss. Hier. Also 2,5 Ampere. Sollte ich eigentlich nicht haben. Ich gucke mal, ob ich einen Schaltplan von dem Netzteil finde. Weil da muss es ja einen geben, weil da ist ja ein IC drauf. Moment. So, ich habe einen Schaltplan gefunden. Also, was habe ich hier? Das ist ein Längsregler. Müsste so heißen, Längsregler. Da geht die Spannung rein, geht über die Spule. Noch mal so. Also da geht die Spannung rein, geht über die Spule raus zu 5 Volt. Hier ist noch ein kleines Teil. 106D habe ich da, ja, 100-6. Das ist ein Thyristor. Das Teil hier ist ein Thyristor. Und das Einzige, was irgendwie da einen Kurzschluss machen könnte, ist der 12-Volt-Regler. Der war ja lose. Den habe ich ja nachgelötet. Das IC könnte Kurzschluss machen. Der Thyristor geht über 47 Ohm. Da müsste ich 47 Volt haben, um 1 Ampere fließen zu haben. Das ist nicht richtig. 1K, 12K ist klar, das geht nicht. Der 16 Volt, der hier, wenn der Kurzschluss hat, hat er ausgangsseitig Kurzschluss, aber nicht eingangsseitig. Eingangsseitig geht das nur, wenn der große Elko hier einen Kurzschluss hat. Das IC und der 12-Volt-Regler. Also werde ich mal den 12-Volt-Regler rausnehmen und da werde ich noch mal gucken. Oder nehme ich noch mal das Multimeter. Gucke ich mir das jetzt hier noch mal genauer an. Habe ich da vielleicht irgendwo beim Löten einen Kurzschluss verpraziziert? Nee, da nicht. Da nicht.
Da auch nicht. Da nicht. Da habe ich einen Kurzschluss. Da an dem IC habe ich einen Kurzschluss. Und zwar zwischen den beiden Beinchen. Nicht, dass ich mir das schon kaputt gemacht habe. Jetzt ist der Kurzschluss weg. Habe ich da noch irgendwo einen Kurzschluss? Nein, nein. Das passt so, das passt. Thyristor passt. Probieren wir das Ganze nochmal. Ich gehe euch nochmal, ja, so dass ich das auch sehen kann, dass ihr da das in Ruhe sehen könnt. Also Plus hatte ich gesagt. Den Masse geht auf den. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Passt. Kein Kurzschluss. So, wenn ich jetzt gucke, Schaltplan, ich gebe dem bei den Dioden 5401, hier war da noch irgendwo eine, wo hatte ich die rangehängt? Massepunkt V3 5822. Ist das V3? Da ist keine Beschriftung drauf. 5824. Ja. Müsste er ja eigentlich schon regeln, wenn ich. Ich mache das jetzt erstmal ohne 230 Volt. Wenn ich dem da so Spannung gebe, ja, mit den Schrauben, das ist klar, da ist Masse, dann müsste ich da schon mal was messen können. Und zwar müsste ich ja, wenn der 12 Volt macht, müsste ich ja mindestens 14 Volt rauskriegen. 14 Volt, so. Etwa 3 Volt mehr. So, jetzt nehme ich mir das Multimeter. Wo habe ich das da? Einmal das Multimeter. Könnt ihr das sehen? Ich denke mal. Hier ist LED. 1199. Ist das richtig? Soll über 3K3 gehen. 1199, 12 Volt. Okay, 12 Volt habe ich schon mal. So, dann haben wir hier. Schwarz ist Masse. So. Gelb ist 12 Volt. Das passt. Rot ist 5 Volt. Das ist mal Masse. 5,14. Es funktioniert. Zumindest mit einer externen Spannungsversorgung. Also ohne 230 Volt. Das passt. Aber 11 Volt, 3K3, LED, glaube ich eine rote, muss ich mal kurz rechnen. Beziehungsweise ich habe vielleicht einen Schnitt gemacht. Ich bin hier am Rumrechnen. Ich versuche es mal weiter. Wenn ich auf ein Ergebnis komme, dann
schneide ich es rein. Also ich will jetzt den Spannungsabfall über den Widerstand wissen. Weil es wird eigentlich schon super. Ach, wisst ihr was? Lassen wir das einfach sein. Da kann ich jetzt hin und her rechnen, wie ich will. Macht keinen Sinn. Hier liegen 11 Volt oder 12 Volt drauf. Auf dem Pin für die LED. Ich mache jetzt was anderes. Ich baue das jetzt so weit wieder zusammen. Ich habe ja gemessen, da ist Spannung da. Bauen wir das mal schnell wieder zusammen. Aber vorher könnte ich da einmal unter sauber machen. Und einmal die Platine säubern. Das ist natürlich noch eine kleine Maßnahme. Ich könnte die Platine noch einmal sauber machen. Bisschen Isopropanol. Hier ist ein Punkt. So, das war nur so ein. Gut. So. Ich glaube, die haben sie Wellen gelötet und den Trafo per Hand, weil hier sind noch Flussmittelreste vom Wellenlötbad drauf. Die muss jetzt nicht hundertprozentig sauber werden, aber ein bisschen. So. So. Passt. Da unten drunter. So, nehmen wir mal die Schrauben hier noch raus. So. Ja, das lag schief, ja. Das steht schief, besser gesagt, weil das Metallteil ja auch schon schief ist. So, einmal den lose. Den lose. Ist noch nicht fest. Und was hatte ich gelesen? Baujahr 85 circa. Haben sie die rausgebracht. Ich glaube, die, den hier an sich, ich glaube, ist so an die Anfang der 90er. Ende 80er, Anfang 90er, denke ich mal so. So in dem Dreh.
88, 89, 90, 91, 92, so in dem Dreh wurde das Ding wohl gefertigt. Habe ich so das Gefühl, dass sie das gemacht haben. So, das wäre das. So, liebe Kinder, das macht ihr jetzt bitte nicht nach. Ich mache da jetzt nämlich 230 Volt rein. Das macht ihr bitte nicht nach. Das Multimeter. Mache ich so, dass wir das sehen. Und machen wir hier wieder auf Minus. Da ist nichts. Ich schalte ein. Es knallte nicht. Ich habe 12 Volt. 0 ist klar. 5 Volt. Da sollte ich jetzt AC 9 Volt messen, wenn ich die Sicherung denn ersetzt habe. 10, noch was. Ich muss halt noch die Sicherung ersetzen. So, wie viel kommt denn hier nach dem Gleichrichter raus? Gesagt hatte ich, das ist Masse, das ist Plus. 24, was weiß ich was Volt. Boah, Alter. Puh. Da ist der aber gut am Limit, aber ich denke mal, das passt so. Ich gucke jetzt nicht extra mit einem Oszilloskop. So, also 10 Volt unreguliert AC passt. Die Sicherung lasse ich erstmal so. Irgendwo habe ich die Tüten mit der Sicherung gelassen. Die habe ich hier hinten irgendwo liegen. Da wird wohl noch irgendwo eine 300, 400, 500 mA drin sein. 5 Volt, 12 Volt geht. So, Netzteil funktioniert. Netzteil ist repariert. Was machen wir als nächstes? Diskettenlaufwerk, ne? Gut. Dann ist der Teil hier beendet. Netzteil. Netzteil läuft schon mal wieder. Jetzt machen wir mal das Diskettenlaufwerk. Also kommen wir gleich zum Diskettenlaufwerk. Dann schon mal danke fürs Zugucken und bis zum Video mit dem Diskettenlaufwerk. Tschüssi!